trockenen Sand. Er will es nochmal versuchen, hat er mir eben versprochen. Aber sachte. Er sagt, er hat ein schlimmes Bein, der Lausebengel, der Grüne. Liebe Theaterfreunde, die geneigten Zuschauer erkennen das da. Weil das ist nämlich Home of the Dachschaden, oder? Kann man sagen. Ja, genau, das ist das Zuhause. Das ist Kerstin Schuld. Also mittlerweile müssen wir sie auch nicht mehr vorstellen. Wir sind ja so etwas wie ein Pärli schon fast, oder? Vor der Kamera noch, oder? Ja, genau, vor der Kamera sind wir ein Pärli. Alles andere behalten wir für uns, ne? Alles andere passiert draußen vor der Tür. Richtig. Draußen. Das war eine herrliche Überleitung, oder? Ja, Wahnsinnsüberleitung. Ich staune immer darüber. Draußen vor der Tür, oder? Von Wolfgang Borchert, ein neues Stück. Ein älteres Stück, kann man sagen, also nicht aktuelles, und ein schweres Stück, also ein schweres, ein düsteres Stück, oder? Ja, könnte man so sehen, dass es ein düsteres Stück ist. Ich meine, wenn man nach der Kriegsgeschichte eigentlich schaut, was in Deutschland so los war, dann ist das natürlich wirklich sehr düster gewesen. Aber ich finde, man kann es extrem aktuell aufbereiten, dass es also die Düsternheit, dass das verschwindet, dass das nicht mehr so im Vordergrund steht. Kannst du vielleicht den Zuschauern ganz schön sagen, ein paar Worte, um was es geht in dieser Geschichte oder in dem Theater? Ja, ganz einfach. Es gibt einen Hauptdarsteller, der nennt sich Beckmann. Er ist im Krieg gewesen in Russland, und zwar ganz konkret in Sibirien, Stalingrad, und ist natürlich in Sibirien in Gefangenschaft geraten, ist erst 3 Jahre nach Kriegsende wieder nach Deutschland zurückgekommen, und dort wird er einfach nicht mehr erwartet. Er geht zu seiner Frau, seine Frau hat einen anderen. Er versucht irgendwo wieder Fuß zu fassen, zu arbeiten, Geld zu verdienen, aber ihm wird ständig die Tür vor der Nase zugeschlagen. Er sieht keinen Sinn mehr in seinem Leben, will sich das Leben nehmen, aber die Elbe spuckt ihn auch aus und will ihn auch nicht. Und es ist einfach so die Frage, also für mich ist es einfach ein Stück auch nicht nur nach dem Krieg, sondern wie gehen Menschen heutzutage mit anderen Menschen um? Wenn wir jetzt mal die heutige Situation anschauen mit den Flüchtlingen wird die Tür vor der Nase zugeschlagen und dabei ist dort Krieg und die Leute wissen auch nicht wohin. Wer Schnaps hat, ist gerettet! Es lebe der blutige Oberst! Es lebe die Verantwortung! Heil! Ich gehe jetzt zum Zirkus. Es lebe der Zirkus! Der ganz große Zirkus! Das ist eigentlich das Verrechte daran, wenn gerade bei älteren Stücken, als man eigentlich wirklich kann sagen, sie verlieren überhaupt null an Relevanz, oder? Im Gegenteil, also sie wären in periodischen Zyklen eigentlich immer wieder brandaktuell, oder? Genau, die sind absolut brandaktuell, heutzutage auch wieder. Auch wenn wir überlegen, dass wir ja, das wissen wir ja, wirklich dicht wieder am Dritten Weltkrieg, auf den Dritten Weltkrieg zusteuern. Ja, und wir müssen eigentlich unsere Augen öffnen, wir sollten darüber nachdenken, wir sollten uns das vor Augen führen und nicht die Augen zumachen, wie der Affe, der nichts hören will, der nichts sehen will und der auch nichts redet, darüber. Aber alle Zeichen stehen schon wieder auf Rot, sind wieder darauf abgezielt, ist es dort. Ne? Jetzt habe ich gesagt, aber das Stück ist überhaupt gar nicht neu. Das ist, glaube ich, 1947 hat es geschrieben, in wenigen Tagen. Er ist ja auch kurz darüber gestorben, der Borchert, also mit 25 oder 26. Hast du jetzt irgendwie müssen das Stück anpassen an unsere Zeit, oder ist das eigentlich, braucht es gar nicht? Nein, das braucht man wirklich absolut nicht. Er hat das einfach so toll geschrieben, das Stück, dass es wirklich an Aktualität nichts verloren hat. Also ich musste wirklich, ich habe es 1:1 so übernommen und es ist trotzdem total aktuell und nicht nur düster. Ja? Also ich will jetzt wirklich sagen, es ist nicht nur düster, es ist auch was zum Lachen da drin, es ist was zum Schauen, es sind Emotionen drin. Natürlich ist es auch etwas vor die Augen halten, wie schlimm es eigentlich ist mit Krieg und dass wir auf dieser Welt nicht kriegsfrei sind, das wissen wir ja.
Ja? In wie vielen Ländern wird Krieg geführt? Wir können uns eigentlich noch glücklich schätzen, hier im europäischen Raum, dass eben dort nicht so viel Krieg war, obwohl wir hatten ja auch schon Krieg in Jugoslawien, wir hatten Krieg in Russland, also in Ukraine und so weiter und so fort. Also es ist ja allgegenwärtig und die Leute sollen eben, darum finde ich das Stück auch so aktuell, die sollen nicht die Augen davor verschließen, sondern sie sollen sich damit mal wieder beschäftigen, auch mal darüber nachdenken. Ohne Brille bin ich rettungslos verloren, wirklich vollkommen hilflos. Ja? Ohne sind Sie vollkommen hilflos? Dann geben Sie mir das abscheuliche Gebilde mal schnell her. Da! Was sagen Sie nun? Nein! Die kriegen Sie erst wieder, wenn Sie gehen. Außerdem ist es beruhigender für mich, wenn ich weiß, dass Sie so vollkommen hilflos sind. Der Borcher hat interessanterweise selber gesagt, nachdem er das Stück fertig hat, das Stück wird nie ein Theater spielen, oder? Warum hat er das gesagt? Oder wieso hat er das Gefühl gehabt? Naja, weil eben er wahrscheinlich das eben auch gesehen hat, dass wie schnell das gegangen ist nach dem nach den ganzen Kriegsszenen, die dort gelaufen sind, dass also ganz schnell wieder zur Tagesordnung übergegangen ist und sich eigentlich niemand damit beschäftigen wollte. Ja, durfte, konnte, aber eben auch wollte. Ja. Hast du selber nicht Angst, dass jetzt die Leute so in der Adventszeit mit dem schweren Thema eigentlich auch so ein bisschen quasi wieder in die Situation bringst, wie die Leute 1947, dass sie einfach sagen, hey, jetzt Flüchtling, den ganzen Tag schon im Fernsehen, immer in den Nachrichten Flüchtling, wer will das gar nicht hören? Das ist ja nicht so. Es geht ja hier nicht in dem Sinne um die Flüchtlinge, sondern es geht ja um diesen Einzelmenschen Beckmann, der, sagen wir mal, auch sozial ausgegrenzt ist. Ja, also, und wie viele Menschen gibt es, die gerade vielleicht auch um Weihnachten herum sozial ausgegrenzt sind, die sich eben nicht einen schönen Weihnachtsbaum und ein schönes Essen und was weiß ich leisten können, sondern eben sozial ausgegrenzt sind, gucken, dass sie überhaupt irgendwie durchkommen. Und das beschreibt ja Borchert auch. Er beschreibt ja nicht nur jetzt den Beckmann, der aus dem Krieg kommt, sondern eben auch den Beckmann, der keine Chance hat, irgendwo anzufangen, neu anzufangen. Und das haben wir ja die ganze Zeit über, erleben wir das ja auch. Jeder hat das bestimmt auch mal erlebt, dass er irgendwo, was er gerne hätte anfangen wollen, nicht anfangen kann. Ja, und wie gesagt, natürlich ist das ein Thema, das ist brisant, aber es ist auch total modern, haben wir das umgesetzt, also mit Film. Es ist schön auch zuzugucken und auch dem Text, ich meine, du hast es ja jetzt auch ein bisschen gehört, der Text, das zu hören, das ist auch schön und es gibt auch, wie gesagt, schöne Momente da drin, auch Momente, wo man lachen kann, ja, wo der Sarkasmus dann so stark ist, dass man schon wieder eigentlich lachen muss darüber. Ja. Jetzt braucht es eigentlich relativ wenige Schauspieler für das Stück, also ich glaube 5, oder? Und was machen denn alle anderen? Also gibt es keinen Streit, wer darf jetzt mitspielen in dem Stück und wer nicht? Also ich muss jetzt nur mal ganz ehrlich sagen, eigentlich ist das Stück mit 12 Personen besetzt. Aber meine 5 Leute, die sich entschlossen haben, dieses Stück zu spielen, die spielen mehrere Rollen. Mhm. Ja, also es ist eigentlich nicht ein Stück, wo nur 5 Leute spielen, sondern es spielen 12 Leute und außer der Beckmann spielen alle anderen noch 2 bis 3 Rollen zusätzlich. Der Schauspieler, der Beckmann spielt, ist ja der Jakob, der ist dein Sohn, oder? Ja. Das ist eigentlich jedes Mal wieder etwas, was mich fasziniert, wie das funktioniert zusammen. Gibt das ab und zu an Lampen beim Proben? Nein. Oder muss ich immer? Ich frage, vielleicht hätte ich Sinn sollen. Vielleicht fragst du ihn auch nochmal. Aber es gibt nicht mehr Lampe, wie ich Lampe habe mit den anderen Schauspielern. Ja? Weil in dem Moment ist er für mich nicht mein Sohn, sondern er ist ein Schauspieler. Ach, du kannst das trennen, jetzt proben wir, nachher sind wir wieder daheim, das ist wieder anders. Genau. Also, ich bin der Jakob Müller, ich bin der Sohn, wo schon bekannt gegeben worden ist. Ich spiele den Beckmann in diesem Stück. Und zum Beckmann gibt es eigentlich sehr wenig zu sagen. Das kann man sehr gut schnell zusammenfassen. Er ist depressiv. Er ist verloren.
Er ist einsam. Jetzt müssen wir noch über das Geschäft reden. Ja. Premiere ist in einer Woche, oder? Also nein, Vorpremiere ist am 30. November, oder? Richtig. Das ist die öffentliche Generalprobe, an die man auch kommen kann. Ist vielleicht auch mal interessant zu sehen, weil bei einer Generalprobe kann ja immer noch mal was schieflaufen. Und das wird eigentlich im Prinzip dann eben so gesagt, auch schon von vornherein. Und ist vielleicht auch mal interessant fürs Publikum, wenn sowas mal passiert, ein Unterbruch passiert und man muss noch mal was klären, das mitzuerleben als Zuschauer. Darum sage ich, es ist so die öffentliche Generalprobe. Und am 1. Dezember ist dann die offizielle Premiere, oder? Und dann spielen das Stück eine Woche, oder? Glaub. Nein, dann spielen wir eigentlich, also Donnerstag, den 2. Dezember ist Premiere. Nein, 1. Dezember. 1. Dezember, Entschuldigung. Und der 2., 3., 4. Also Freitag, Samstag, Sonntag spielen wir es dann noch. Und wo Stadttheater Alte? Nein, im Theaterstudio. Ja, es ist ja wirklich so ein Stück, wo man so nah wie möglich am Publikum ran sollte. Es läuft auch Film, es wird mit Film gearbeitet. Das ist auch ganz neu, was die DSG jetzt macht, dass sie mal mit Film arbeitet. Also es läuft Film und der Schauspieler spielt mit dem Film. Und ja. Billett, wo kommt man die über am einfachsten? Das bekommt man, wenn mich nicht alles täuscht, über unsere Homepage www.dsg-theater.ch und das unter Tickets und dort kann man die Tickets bestellen. Und Abendkasse wird es schon, okay, oder? Aber sicher, eine Stunde vorher ist Abendkasse. Mit Barbetrieb auch noch und so. Und Theaterstudio. Barbetrieb, ja. Und wie gesagt, nochmal sagen, Theaterstudio, nicht im Stadttheater, ja, falls das hier noch jemand nicht richtig verstanden hat, wir sind nicht im Stadttheater. Und Stück ist nicht vom Alex Gabi, auch wenn es Zolten aufgeführt wird. Und nein. Auch nicht vom Pedro. Nein, es ist von Kerstin Schuld. Ja. Also, können wir schauen, ich glaube, für Theaterfreunde ist das sicher ein Muss, also wenn, vor allem eben, legendär, eigentlich draußen vor der Tür, muss man gelesen haben, muss man auch mal gesehen haben, finde ich. Und eben, wie gesagt, kein Millimeter weniger aktuell als 1947 war, ist es wirklich verreckt. Also es gibt Zeug, das altert einfach nicht. Ja. Viel Glück und Dankeschön. Gute Vorführung. Merci. Tschüss.